Sei herzlich gegrüßt und willkommen zum heutigen Video. Hast du täglich mit Problemen zu kämpfen und weißt nicht, wie du das ändern kannst? Dann höre dir diese vier Geschichten an, die dir ein paar Lösungsansätze bieten. Like und teile das Video, um meinen Kanal zu unterstützen. Ich danke dir von Herzen dafür. Wenn sich Probleme deiner Kontrolle entziehen. Es war einmal ein junger Mann, der sehr unzufrieden mit seinem Leben war. Er fühlte sich ständig deprimiert und elend. Eines Tages erfuhr er von einem Zen-Meister in einer nahegelegenen Stadt. Er beschloss, den Zen-Meister zu besuchen und um Lösungen für seine Probleme zu bitten. Der junge Mann ging zu ihm und sagte: »Herr, ich habe so viele Probleme in meinem Leben, dass ich ständig traurig bin. Bitte sage mir, wie kann ich glücklich sein?« Der Zen-Meister hörte ihm aufmerksam zu und stand dann auf. Der junge Mann war verwirrt, als er sah, wie der Meister ohne ein Wort zu sagen ging, aber er wartete auf ihn. Nach einiger Zeit kam der Zen-Meister mit einem Glas Wasser und einer Schüssel voll Salz zurück. Der Meister bat den jungen Mann, eine Handvoll Salz aus der Schüssel zu nehmen, es ins Glas zu geben und dann das Wasser zu trinken. Der junge Mann war verwirrt, aber er tat, was ihm der Meister gesagt hatte. Dann fragte der Zen-Meister: »Wie schmeckt es?« Der junge Mann antwortete: »Es ist schrecklich. Alles, was ich schmecken konnte, war Salz.« Dann bat der Zen-Meister, den jungen Mann eine Handvoll Salz zu nehmen und mit ihm zu einem nahegelegenen See zu gehen. Dort sagte der Meister: »Jetzt gib das Salz in den See.« Der junge Mann ließ seine Handvoll Salz in den See fallen. Danach forderte der Meister ihn auf, Wasser aus dem See zu trinken. Der junge Mann nahm etwas Wasser und trank es. Dann fragte der Zen-Meister erneut: »Wie schmeckt es?« Der junge Mann antwortete: »Herr, es schmeckt gut.« Der Zen-Meister fragte weiter: »Konntest du das Salz im Wasser des Sees schmecken?« Der junge Mann antwortete: »Nein, überhaupt nicht.« Der Meister und der junge Mann saßen am Ufer des Sees. Der Meister legte seine Hand auf die Schulter des jungen Mannes und sagte: »Mein lieber Freund, der Schmerz im Leben ist wie dieses reine Salz, weder mehr noch weniger. Die Menge an Schmerz im Leben bleibt gleich. Aber wie viel davon wir schmecken, hängt von dem Gefäß ab, in das wir es geben. Wenn du Schmerzen hast, ist das Einzige, was du tun kannst, deine Vorstellungskraft zu erweitern. Hör auf, ein Glas zu sein und werde ein See. Hier stehen das Glas Wasser und der See für unsere Geduld. Wenn wir in unserem Leben zurückblicken, werden wir feststellen, dass, wenn wir nur wenig Geduld haben, wie ein Glas Wasser, selbst kleine Probleme in unserem Leben groß erscheinen lassen. Und wenn wir reichlich Geduld haben wie ein See, können selbst die größten Probleme uns nicht allzu sehr stören. Natürlich gibt es in jedem Leben Schwierigkeiten. Tatsächlich gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der keine Schwierigkeiten in seinem Leben hat. Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben dazu. Wenn es kein Leid im Leben gibt, kann es auch kein Glücksgefühl geben. Aber wenn wir anfangen, uns zu viele Gedanken über Probleme zu machen und wir uns zu sehr Sorgen machen, werden wir wie das Glas Wasser, das selbst mit wenig Salz darin ungenießbar wird. Deshalb, wenn es Schwierigkeiten in deinem Leben gibt, versuche Geduld wie ein See zu haben und versuche in diesem Zustand mit den Schwierigkeiten umzugehen. Nur dann kannst du ein glückliches und friedliches Leben führen. Jeder Mensch hat 83 Probleme. Ein besorgter Bauer machte sich auf den Weg zu einem berühmten Lehrer, von dem er gehört hatte. Als er den Lehrer erreichte, erzählte er ihm voller Sorgen von seinen Problemen. »Die Ernte ist dieses Jahr katastrophal. Zuerst kam der Monsun viel zu früh, gefolgt von einer langen Dürre. Und dann meine Familie. Nun ja, ich liebe sie, aber manchmal bringen sie mich an den Rand meiner Geduld. Meine Kinder entwickeln sich nicht so, wie ich es mir erhofft hatte.« Der Lehrer hörte geduldig zu, als der Bauer seine vielen Sorgen und Nöte beschrieb. Als der Bauer fertig war, sagte der Lehrer ruhig: »Lieber Freund, ich bedauere zutiefst, aber ich kann dir nicht bei deinen Problemen helfen.« Der Bauer war erstaunt und empört. »Wie kannst du das sagen? Man hat mir gesagt, dass du ein weiser Lehrer bist. Wie kannst du mir die Hilfe verweigern, die ich so dringend brauche?« Der Lehrer lächelte und erklärte: »Es ist nicht so, dass ich dir nicht helfen möchte. Es ist vielmehr so, dass jeder Mensch 83 Probleme hat und manchmal verschwindet eines, nur um einem neuen Platz zu machen. Es ist eine unumgängliche Tatsache des Lebens, dass wir ständig mit Problemen konfrontiert sind.
Das ist, warum ich dir nicht bei deinen 83 Problemen helfen kann. Der Bauer war verwirrt und fragte, aber was soll ich dann tun? Gibt es wirklich keine Lösung? Der Lehrer antwortete besonnen, nun, ich kann dir nicht bei deinen 83 Problemen helfen, aber ich kann dir vielleicht bei deinem 84. Problem helfen. Verwirrt fragte der Bauer, bei meinem 84. Problem? Was meinst du damit? Der Lehrer lächelte und sagte, das 84. Problem ist, dass wir keine Probleme haben wollen. Wir neigen dazu, dem Leben widerstandsfrei zu begegnen und erwarten, dass alles reibungslos verläuft. Doch im Leben sind Probleme unvermeidlich. Wenn du lernst, die Tatsache zu akzeptieren, dass Probleme Teil des Lebens sind, wirst du lernen, sie anzunehmen und damit umzugehen. Dies ist der erste Schritt zur Lösung deiner 83 Probleme. Wie du deine Sorgen überwinden kannst. Ein Mann suchte das spirituelle Zentrum von Gautam Buddha auf und bat um seine Weisheit. Er sagte zu Buddha, »O Buddha, ich bin so unglücklich. In meinem Leben gibt es keine Freude, kein Glück. Warum ist das so?« Buddha antwortete ruhig, »Bevor ich dir eine Antwort geben kann, musst du mir sagen, warum du so traurig bist. Was sind die genauen Ursachen deiner Traurigkeit und Sorgen?« Der Mann dachte eine Weile nach und erkannte, dass er selbst nicht genau wusste, warum er so unglücklich war. Aber er antwortete dennoch, »Buddha, du bist ein weiser Prophet. Du kannst Gedanken lesen und die Geheimnisse des Lebens entschlüsseln. Du solltest wissen, warum ich so leide.« Buddha lächelte sanft und sagte, »Das ist ein Fehler, mein Freund. Du denkst, dass jemand anderes dich von deinem Kummer befreien kann. Aber das ist nicht der Fall. Du allein kannst deine Probleme lösen. Ich bin genauso wie du, nur ohne Verwirrung.« Der Mann war erstaunt über Buddhas Worte. Buddha fuhr fort, »Du siehst, es ist deine Traurigkeit. Und du solltest die Gründe für deine Traurigkeit kennen. Du bist der Einzige, der diese Fragen beantworten kann.« Der Mann wurde nachdenklich. Buddha fuhr fort, »Die Wahrheit ist, du suchst nach jemandem, der dich von deinem Leid erlöst. Aber du musst verstehen, dass nur du selbst deine Probleme lösen kannst. Ich kann dir den Weg zeigen, aber du musst ihn gehen.« Der Mann fragte eifrig, »Buddha, ich möchte glücklich sein. Bitte zeige mir den Weg.« Buddha antwortete, »Du musst zuerst verstehen, dass das Glück und die Traurigkeit in dir selbst liegen. Sie sind nur eine Frage deiner Gedanken und Handlungen. Du bist derjenige, der dein Leben gestaltet. Wenn du deine Gedanken kontrollierst und im gegenwärtigen Moment lebst, wirst du wahres Glück finden.« Der Mann fragte, »Aber wie kann ich meine Gedanken kontrollieren?« Buddha erklärte, »Du musst den Unterschied zwischen Glück und Traurigkeit verstehen. Du musst erkennen, was Glück für dich bedeutet und was dich traurig macht. Wenn du deinen Geist beherrschst und im gegenwärtigen Moment lebst, wirst du weder in extremer Freude übermütig sein, noch in tiefster Traurigkeit versinken. Du wirst einen stabilen Geist bewahren.« Der Mann fragte weiter, »Wie kann ich meinen Geist kontrollieren?« Buddha sagte, »Das ist eine Übung, die Zeit und Geduld erfordert. Du musst auch erkennen, dass der Ursprung all deiner Sorgen und Traurigkeiten in dir selbst liegt. Wenn du deinen Geist klärst und ihn so einfach wie den eines Kindes machst, wirst du wahres Glück finden.« Der Mann fragte, »Was kann ich noch tun, um glücklich zu sein?« Buddha schlug vor, »Nimm dir 2 Tage Zeit, um in der Einsamkeit nachzudenken. Schreibe auf, was dich traurig macht und warum. Schreibe auch auf, was dich glücklich macht und warum. Überlege, was du ändern kannst, um mehr Freude in dein Leben zu bringen, und arbeite daran.« Der Mann folgte Buddhas Rat und verbrachte 2 Tage in der Einsamkeit, um über sein Leben nachzudenken. Nach dieser Zeit kehrte er zu Buddha zurück und las ihm seine Notizen vor. Buddha hörte zu und lächelte. »Du hast die Wahrheit erkannt«, sagte er. »Dein Glück und deine Freude liegen in den einfachen Dingen des Lebens. Du kannst sie finden, wenn du in der Gegenwart lebst und aufhörst, dich mit Traurigkeit zu belasten.« Der Mann dankte Buddha und kehrte zu seiner Familie zurück. Von diesem Tag an lebte er sein Leben mit einem klaren Geist und fand wahres Glück in den einfachen Freuden des Lebens. Die Moral der Geschichte ist, dass wahres Glück in uns selbst liegt.
Wir müssen unseren Geist beherrschen und im gegenwärtigen Moment leben, um es zu finden. Es erinnert uns daran, dass wir selbst die Kontrolle über unsere Gedanken und Handlungen haben und damit über unser Glück bestimmen. Schreib gern in die Kommentare, wie du mit Sorgen umgehst, und lass ein Like da, wenn dir diese Geschichte gefallen hat. Der richtige Weg, Probleme im Leben zu lösen. Einmal, in einer kleinen malerischen Stadt, spielte ein 10-jähriger Junge, während sein Vater seine Büroarbeit erledigte. Während des Spielens wurde der kleine Junge neugierig und kam immer wieder zu seinem Vater, um Fragen zu stellen. Der Vater wurde davon gestört und konnte seine Arbeit nicht erledigen. Er war verärgert, wollte jedoch seinen kleinen Jungen nicht schelten. Also dachte er, warum gebe ich ihm nicht etwas zu tun, das ihn für ein paar Stunden beschäftigen kann, und in der Zwischenzeit kann ich meine Arbeit beenden. Er holte ein altes Buch heraus, fand eine Seite mit einer Weltkarte und riss sie aus dem Buch. Dann schnitt er sie in kleine Stücke und bastelte ein kleines Puzzle für den Jungen. Als der Junge das nächste Mal kam, gab der Vater ihm diese Stücke und sagte, »Hier ist ein Puzzle für dich. Nimm diese Teile und setze sie zusammen. Das Zusammensetzen dieser Teile ergibt eine Weltkarte. Jetzt musst du gehen und eine Weltkarte machen. Wenn die Weltkarte gemacht ist, komm zu mir zurück und zeige sie mir.« Der Junge nahm fröhlich die vielen Stücke und ging weg. Der Vater atmete auf, in der Hoffnung, dass der Junge ihn nun für mehrere Stunden nicht stören würde, und begann seine Arbeit. Doch nach gerade einmal 5 Minuten kam der Junge zu ihm zurück und sagte, »Vater, schau, ich habe die Weltkarte fertiggestellt.« Als der Vater die Karte überprüfte, stellte er fest, dass alle Stücke richtig zusammengesetzt waren. Er war erstaunt und fragte seinen Sohn, »Wie hast du das nur so schnell gemacht?« Der Junge lächelte freudig und sagte, »Es war sehr einfach, Vater. Die Teile der Seite, die du mir gegeben hast, hatten auf der einen Seite eine Weltkarte und auf der anderen Seite ein Bild eines Cartoons. Ich habe dann alle Teile der Seite mit dem lustigen Cartoon zusammengesetzt und die Weltkarte wurde automatisch mit erstellt. In unserem Leben treffen wir oft auf schwierige Situationen und Probleme, die wir dann versuchen zu lösen. Wenn wir es jedoch nicht schaffen, denken wir, dass sie nicht gelöst werden können und machen uns Sorgen darüber. Das liegt daran, dass wir diese Probleme nur von einer Seite, unserer eigenen Perspektive, betrachten. Wir sind meist nicht in der Lage, daran zu denken, dass es auch eine andere Seite geben kann, eine andere Perspektive auf die Dinge, durch die solche Probleme gelöst werden können. Daher sollte jedes Problem in deinem Leben tiefergehend betrachtet werden, indem du es von jeder möglichen Seite betrachtest. Auf diese Weise kann auch für schwierige Probleme viel einfacher eine Lösung gefunden werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir immer einen wachen Blick auf die Dinge.